Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Wir haben schon ganz, ganz viele Anfragen von euch bekommen zum Thema Lebenszustand oder Gesundheitszustand von euren Akkus in euren Mazda-Modellen, denn es gibt immer mehr Modelle, die über Hochvolt-Batteriesysteme verfügen oder aber über ein sogenanntes Multi-Brit-System. Diese Autos haben auch einen Lithium-Akku, der allerdings nicht ganz so groß ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, gibt es irgendwie eine Möglichkeit rauszubekommen, wie der Zustand aktuell von diesem Akku ist, also der Lebenszustand oder Gesundheitszustand. Und tatsächlich bietet jetzt seit kurzem Mazda euch die Möglichkeit, ganz bequem von zu Hause aus das zu überprüfen. Und es geht wirklich so einfach, dass wir hier draus mal einen kleinen Quick-Tipp für euch machen. Wir schauen uns das Ganze mal gleich an. Ich habe heute hier schon die Webseite für euch aufgerufen und ich verlinke euch natürlich diese Webseite auch unten wie immer in der Beschreibung. Könnt ihr euch einfach rauskopieren oder einfach auch abtippen. Diese Seite befindet sich tatsächlich jetzt nicht für die deutschen Zuschauer auf der deutschen Mazda-Seite, sondern auf der europäischen Mazda-Seite, die nochmal eine eigene Seite haben. Und dann kommt ihr genau auf so eine Seite hier. Müsst ihr natürlich erstmal die Sprache auswählen. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf German, also auf Deutsch. Hier in das erste Feld müsst ihr bitte die Fahrgestellnummer für euer Fahrzeug eintippen. Hier steht irgendwas mit VIN und vielleicht könnt ihr das eben nicht entsprechend hier übersetzen. Das steht für Vehicle Identification Number, also die englische Übersetzung von Fahrgestellnummer. Und die Fahrgestellnummer von eurem Auto ist natürlich am Fahrzeug. Bequemer geht es aber natürlich im Fahrzeugschein, dritte Zeile von oben in der Mitte. Fängt meistens mit JMZ oder 3MZ an oder irgendwie so in der Art. Es sind 17 Stellen, könnt ihr hier einfach eintippen. Es gibt auch die Möglichkeit, es im Scheckheft-Eintrag zu sehen oder natürlich auch in irgendeiner Rechnung, die ihr von eurem Mazda-Händler gefunden habt. Und natürlich hat es mich auch direkt mal interessiert zu prüfen, wie denn der Akkuzustand von diversen Fahrzeugen von uns und natürlich auch was in meinem Kundenstamm ist. Und ich habe extra für euch mal so ein paar Beispiele rausgesucht von Fahrzeugen, die schon sehr hohe Kilometerstände haben. Denn da ist es natürlich besonders interessant rauszubekommen, wie denn der Lebenszustand von diesen Fahrzeugen ist. Ich gehe mal gerade in eine Datei rein, wo ich mir ein paar Fahrgestellnummern rausgesucht habe. Wir fangen mal direkt mit unserem ersten elektrischen Modell an, den Mazda MX-30. Damals das erste Modell hieß First Edition. Und dieses Auto, was ich rausgesucht habe, ist also aus November 2020 und hat aktuell schon 78.000 Kilometer, ein bisschen mehr. Und ist also aktuell das Fahrzeug in meinem Kundenstamm mit dem höchsten Kilometerstand. Ich kopiere mir jetzt einfach mal hier die Fahrgestellnummer raus. Ich spare mir das also jetzt hier abzutippen und füge es hier ein. Ja, dann seht ihr schon, taucht dieses Suchefeld etwas stärker auf. Ihr könnt da nun einfach drauf tippen und hier unten seht ihr nun den Gesundheitszustand eures Akkus angezeigt. Man sagt Englisch SOH, also State of Health, das ist also dieser Gesundheitszustand und da gibt es im Endeffekt ja eine gewisse Norm. Hier seht ihr jetzt mal, wir haben einen Gesundheitszustand von 93%. Ich schaue nochmal kurz zurück. Das Auto ist also ungefähr 4 Jahre alt, hat 78.000 Kilometer. Und wenn man das jetzt da mal mit der Garantie von Mazda vergleicht, Mazda garantiert euch bei diesen Modellen eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometer. Da sind wir also hier auf wirklich einem sehr, sehr guten Niveau. Und in dieser Garantie heißt es, dass der Akku also mindestens nach dieser Zeit noch 70% Kapazität hat. Und hier sieht man, dass wir wahrscheinlich nach dieser Zeit sogar noch deutlich höher liegen werden. Ich habe mal noch ein weiteres Beispiel für euch vorbereitet, denn wir haben mittlerweile natürlich auch bei den CX60 Hochvolt-Batterien dabei. Und auch die neueren Modelle werden dann teilweise mit solchen Systemen ausgestattet werden. Also habe ich mir direkt mal für euch hier einen CX-60 als Plug-in-Hybrid genommen, in der Humura-Version, also eine sehr beliebte Version, wobei die Version jetzt nicht die große Rolle spielt. Dieses Fahrzeug ist aus 12/2022, das ist also auch eines der ersten Modelle und hat aktuell Stand heute ungefähr 76.700 Kilometer. Auch das kopiere ich mir mal für euch. So, geben wir auch mal ein. Und gehen auf Suchen. Hier haben wir jetzt nun einen Akkuzustand von 96%. Hier muss man natürlich beachten, dass ich jetzt nicht überprüfen konnte, wie denn tatsächlich der Fahrer sein Auto genutzt hat. Das heißt, wir wissen natürlich bei einem Plug-in-Hybrid nie genau, wie viel wurde denn der Akku tatsächlich elektrisch genutzt. Wurde er nur zum Boosten verwendet? Aber grundsätzlich läuft dieser Akku natürlich immer mit, versucht zu rekuperieren und natürlich auch mit zu beschleunigen. Also man kann den Akku sozusagen nie ausschalten, aber man könnte ihn natürlich auch intensiver benutzen, wenn man ihn häufig lädt. Ich kenne den Kunden tatsächlich aber selbst, es ist ein Firmenkunde und dieser Firmenkunde nutzt tatsächlich die Wallbox in der Firma sehr, sehr regelmäßig. Also hier können wir davon ausgehen, dass der Kunde tatsächlich auch das Auto zu einem hohen Prozentsatz elektrisch genutzt hat. Jetzt habe ich natürlich noch mal ein weiteres Beispiel für euch vorbereitet. Das wäre ein Fahrzeug, das sehr jung ist, und zwar ein Vorführwagen von uns.
Dieses Fahrzeug selber ist also aus dem Jahrgang 10/2023, hat ungefähr 4000 Kilometer und das gebe ich auch mal für euch ein, um da mal den Wert zu ermitteln. Schauen wir uns auch mal an. Ich gehe auf Suchen und hier seht ihr schon, dieses Fahrzeug ist natürlich noch sehr jung und hat hier einen Lebenszustand von 100%. Also wie gesagt, eine richtig coole Variante, um eben schnell rauszubekommen, wie es um den Zustand eures Akkus steht. Aber wofür ihr das natürlich auch hervorragend nutzen könnt, ist, wenn ihr noch gar keinen Mazda besitzt und euch für so ein Modell interessiert. Denn dann ist es natürlich auch wichtig, wenn ihr so ein Auto kauft, welchen Zustand hat denn eigentlich der Akku von diesem Auto? Und dann kann man natürlich auch entscheiden, ist es jetzt eben besser, das eine oder das andere Auto zu nehmen, wenn sich dieser Akkuzustand hier eben maßgeblich unterscheidet. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass im Moment die Fahrzeuge, die mit sogenannten Multi-Brit-Systemen ausgestattet sind, noch nicht alle hier eingefügt sind. Das wird wahrscheinlich dann erst in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Schaut also gerne immer mal wieder rein. Im Moment funktioniert, soweit ich weiß, aktuell eben für alle Hochvolt-Systeme, wie zum Beispiel eben den gezeigten Mazda MX-30, den CX-60 Plug-in-Hybrid. Und dann gibt es eben auch noch andere Modelle, die funktionieren, hauptsächlich aber die ganz, ganz neuen. Weiter unten findet ihr dann noch zwei Felder, wo ihr die Seriennummer von eurem Batteriemodul eingeben könnt. Das ist natürlich jetzt nicht für euch gedacht, das ist eher eine unpraktikable Lösung, denn da kommt ihr nicht so schnell ran. Das ist eher für den Fall gedacht, wenn ihr beispielsweise aus irgendeinem Grund eine gebrauchte Batterie kauft, beispielsweise beim gebrauchten Auto, eine mit einem höheren Akkuzustand. Und so könnt ihr anhand der Seriennummer, wenn ihr also die Fahrgestellnummer nicht mehr besitzt, einfach überprüfen, was der letzte Zustand dieses Akkus war, den ihr dann vielleicht eben erwerben wollt. Was auch noch ganz wichtig zu wissen ist, diese Auslesefunktion funktioniert tatsächlich nur, wenn das Fahrzeug diese Daten auch ins Netz übertragen kann. Es gibt also Fahrzeuge, die sogenannte Online-Datensysteme besitzen. Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass das Auto das kann. Und das Zweite ist, dass ihr diese Funktion natürlich auch aktiviert habt. Es gibt auch Kunden, die das eben absichtlich deaktivieren, aber wenn diese Daten eben nicht übertragen werden, könnt ihr es natürlich hier im Internet auch nicht auslesen. Dann stellt sich natürlich noch die Frage, könnt ihr denn selber irgendwas tun, damit der Akku bei eurem Fahrzeug länger hält? Natürlich gibt es das. Wir haben euch dafür sogar schon mal extra ein Video hochgeladen. Das verlinke ich euch hier oben mit den wichtigsten und einfachsten Tipps, die man wirklich im Alltag super leicht umsetzen kann und ihr damit eure Akkulebensdauer deutlich verlängern könnt, damit ihr einfach länger Spaß an eurem Akku habt, eine höhere Reichweite und natürlich ganz wichtig am Ende auch einen höheren Wert eures Fahrzeuges. Denn wie ich schon sagte, es kann durchaus dann auch so sein, dass einfach ein Fahrzeug mit einem höheren Akku-Lebenszustand einfach mehr wert sein wird als eben Fahrzeuge mit einem niedrigeren Akku-Lebenszustand. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Quick-Tipp mal wieder ein paar interessante Tipps geben, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne auch einen Daumen nach oben da. Das freut uns natürlich immer sehr. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema, packt es wie immer in die Kommentare unten rein. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist natürlich kostenlos für euch. Und wenn ihr kein Video von uns verpassen wollt, drückt die Glocke, dann kriegt ihr nämlich immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Quick-Tipp.